Charakterwechsel im Story-Modus von Super Mario Party. Beim letzten Mal haben wir Diddy Kong freigeschaltet und mit dem machen wir jetzt auf dem Palmenstrand weiter. Boah, da wäre ich jetzt auch gern, du. Ohne Spaß. Mega nice. Wie findest du diesen Strand, Diddy Kong? Ist er nicht wunderhübsch? Ja. Die Sonne scheint, das Meer funkelt. Viele Girls sind anwesend. Ein perfekter Ort für ein paar Prüfungen. Toadette, war das eine Anmache? Sorry, ich muss mich um die Minispiele kümmern. Jo, du brauchst Hilfe, oder? Das ist gut möglich. Wobei, warte mal, Hilfe? Bin ich hier nicht der Einzelspieler? Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Nö. Start. Na schön. Dann hauen wir mal den Knochen trocken. Bei dem kann ja auch nicht so viel passieren. Wenn der auseinandergebrochen wird, dann tut ihm das nicht sonderlich weh. Er ist ja schon tot. Geil. Und ich habe im Prinzip gewonnen, obwohl ich nicht den Siegesschlag gesetzt habe. Ich habe immer verfehlt. Aber hey, es sind trotzdem meine Punkte. Boah, das ist auch schon wieder so eine schöne Detailarbeit. ND-Cube, ihr könnt ja doch etwas. Wirklich, also grafisch habt ihr echt immer gut abgeliefert, ey. Und auch was Details angeht. Schon immer. Wenn doch nur der Rest so nice wäre. Naja, weiter. Vibrationswahl. Ziel mindestens 10 Punkte erzielen. Hier hat mir eine gute Freundin erklärt, dass das Minispiel übelst broken ist. Wenn es das ist, was ich denke. Also mit menschlichen Spielern. Warte mal, ich versuch's zu erklären. Jetzt erstmal drauf achten. Oder war das ein anderes? Hier ist die Bombe. Ja doch, es ist broken. Das ist broken. Und zwar, wenn man das mit menschlichen Spielern spielt und man weiß, welche Vibration stimmt, oder man schaut es halt auch nur einfach aneinander ab, dann muss man einfach nur dahin gehen, wo der Char stand und den Knopf spammen. Warte. Ich versuch's gleich nochmal ein bisschen besser zu erklären, weil ich weiß, welche Vibration richtig ist. Okay, ich glaube, die ganz rechts, der große. So, und jetzt muss ich einfach nur dahin gehen, wo der Char als letztes gespawnt. Muss ich einfach nur noch ganz rechts gehen, weil die Karte... Oh, es war falsch, lol. Aber im Prinzip habt ihr es, glaube ich, verstanden, was ich meine. Shit, ich muss jetzt noch einmal Erster werden. Das war, glaube ich, am allerlängsten, oder? Boah, ist das schwer. Verdammt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist die Mitte. Wahrscheinlich, ja. Okay, Glück gehabt. So, aber um das nochmal ein bisschen zu erklären. Also, wenn man das mit menschlichen Spielern spielt und man weiß, welche Vibration richtig ist, oder man guckt es auch bei dem ab, der es halt weiß. Da die Karten nicht gemischt werden, sondern immer nur da erscheinen, wo auch die Chars standen, kann man einfach seinen Cursor schon da hinsetzen und dann halt auf den Knopf spammen ohne Ende. Und dann ist es eigentlich nur noch Luck, wer die Punkte bekommt. Weiß ich jetzt nicht, ob das verständlich erklärt war, aber ihr könnt es ja selbst mal ausprobieren und dann werdet ihr schon wissen. Und deswegen ist das Spiel leider, obwohl es ziemlich cool ist, broken. Würden sie die Karten tauschen und man somit nicht wüsste, wo die spawnen, dann wäre das was anderes. Aber ist halt leider nicht so. Oder wenn man zumindest den Cursor nicht vorher bewegen könnte. Naja. Wie auch immer. Hey, was ist eigentlich mit dem los? Der arme Kugelfisch, der ist gefangen. Aber besser so. Er ist eine Gefahr für alle. Und deswegen füttern wir ihn jetzt. Denn verhungern lassen wollen wir ihn dennoch nicht.
Wir sind ja keine Unmenschen oder Unaffen in dem Fall. Also, lieber Porkupapa. Es! 35 Punkte wollen sie hier, okay. Versuche ich zu liefern. Kommt sowieso drauf an, dass wir hier die 3 Punkte mitnehmen. Ist jetzt ganz in Ordnung. Kurz warten. Okay, oben geht's weiter. Jetzt weiter oben. Ja, ich glaube, ich hab's auch schon. Jo. Ich kann das Minispiel halt nach wie vor nicht so leiden, weil auch wenn ich meinen Arm nur ganz, ganz wenig bewege oder neige, manchmal schmeißt er halt doch einen Ball nach oben oder umgekehrt. Und das ist halt schon strange. Das hätte man echt besser programmieren können, dass es genau unterscheiden kann, je nachdem, wie krass man jetzt seinen Arm bewegt hat. Naja, egal. Perfekte Paddelschläge zusammen mit Mario. Das schaffen wir. Und Toad. Ich will Toad nicht unter... Oder? Macht Toad mit? Nö. Dafür aber eine Palette an anderen Charakteren. 3, 2, 1, los! Komm, schaffen wir. Oh! Ihr könnt auch sagen, dass ihr voll abgehen wollt. Kein Problem. Ja, aber jetzt lass uns erstmal die Kurve nehmen. Liebe rechte Seite. Oh, oh, das war zwar am Anfang noch ein bisschen, wie soll ich sagen, unausgeglichen, aber wir sind dann doch sehr elegant um die Hindernisse drumherum gekommen. Das muss man schon hier festhalten an der Stelle. Not bad. So, und jetzt möchte ich echt mal wissen, ob das hier Speicherpunkte sind oder ob die einen wirklich daran erinnern wollen, dass man jetzt 5 Minuten gespielt hat und noch langsam mal eine Pause brauchen könnte. Befürchte Letzteres. Ja. So ist es auch. Und man kann den Modus ja eigentlich, wann man will, verlassen, oder nicht? Wenn Sie schon so ein Shit einprogrammieren, dann bitte optional. Außerdem im Party-Modus gibt es den Quatsch ja auch nicht. Ich check's nicht. Oh, wie sie sich die Sonne gönnen. Eieiei, ich wäre jetzt echt gerne an eurer Stelle, Wario, Waluigi und Daisy. Ohne Spaß. Stattdessen muss ich mit Monty Maulwurf Mathe lernen. Oh Gott. Da tun mir alle leid, die so spät Sommerferien haben. Sprich Bayern, Baden-Württemberg. Ich spreche aus Erfahrung, ich komme ja aus Bayern. Bei der Hitze noch lernen zu müssen, das ist wirklich scheiße. Und es gibt ja auch nicht immer hitzefrei. Obwohl es eigentlich notwendig wäre, aus meiner Sicht. Oha, was eine Ansage. In 2 Zügen gewonnen. Das hatten wir noch nicht. Ende. Echt heftig. Ordentlich abgeliefert, Diddy. Du bist gut. Das, obwohl die Prüfungen angeblich immer schwerer werden. Aber Tatsache ist, wir kommen hier noch am schnellsten durch im Vergleich zu den ersten beiden Welten. Gibt aber auch mehr Minispiele. Diesmal sind es 13. Ah, wehe, wehe, Seitenwind. Jetzt, nachdem sich die drei so lange gesonnt haben, brauchen sie mal wieder eine Erfrischung. Aber nicht in Form von Wasser, sondern von stürmischen Böen. Demnach spielen wir dieses Co-op-Minigame. Und ich muss feststellen, dass meine Gefährten nicht die allerklügsten Birnen sind. Also gerade Daisy hat ja wirklich komplette Scheiße gebaut. Aber na gut, es werden diesmal auch nicht so 180 Punkte ungefähr gefordert wie im Rafting-Mode, sondern nur in Anführungsstrichen 140. Aber es ist und bleibt spannend, weil die erste Runde von den CPUs der reinste Müll war. Können Sie das noch ausgleichen?
Aber im Ernst, wenn ich hier verliere, dann ist es halt wirklich nicht meine Schuld, ne? Ja, gut, okay. Aber mittlerweile passt's. Und wir können auf richtig gute 176 Punkte zurückblicken. Wäre die erste Runde nicht so ein Shit gewesen, dann könnte das sogar ein neuer Rekord werden, auch wenn es hier nicht gezählt wird. Da waren die 200 schon drin, würde ich sagen. Ne? Was zum Teufel machen denn die Koopa da hinten? Ach so, das ist ein... Das ist ein Rhythmus-Minispiel! Oh, nein, Hilfe, ich will das nicht machen. Na gut, es sieht nicht so schlimm aus, muss ich zugeben. Ah, es heißt hier zu spät, ich hab doch geschüttelt, Mann. Okay. Ja, gib ihm. Wir brauchen die prima. 20 Punkte brauchen wir insgesamt und das heißt, das Minispiel ist nicht lang. Aber alles prima bis auf die erste Runde. Läuft. Mittlerweile. Tatsache. Was? Okay, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Trotzdem. Wir schaffen es mit 24 Punkten. Das kann sich sehen lassen. Das erste Mal. Und ja, das war tatsächlich nicht so schlimm. Und im Vergleich zu vielen anderen Rhythmus-Minispielen sogar ziemlich einfach. Ja, ich will weitermachen. Stell dir vor. Ey, der Leuchtturm da, der erinnert mich total an den aus Super Mario Odyssey. Na gut. Bis auf die Spitze, aber sonst. Nun denn. Spielen wir. Mit Luigi. Start. Und den anderen. Gegen das gegnerische Team. Weiß gar nicht, wie das Minispiel heißt. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich finde es auch nicht so passend für den Strand. Okay, gut. Auf der anderen Seite, da ist natürlich so ein Meereshintergrund. Deswegen haben es die Entwickler auch auf diese Welt gepackt. Trotzdem etwas seltsam, dass diese stachelige Walze da im Sand herumlungert. Oder soll es so eine Anspielung sein auf Glasscherben? Das ist ja leider traurige Realität. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich traurig, dass irgendwelche Assis da an den Stränden abends saufen und dann ihre Bierflaschen da zerdeppern oder liegen lassen. Und dann am nächsten Tag laufen die kleinen Kinder über den Sand und schlitzen sich die Beine auf. Oder Füße halt. Das geht einfach gar nicht. Aber, ja. Traurige Realität. Ich räume sowas hier immer weg. Also meinen eigenen Scheiß sowieso, aber ich meine auch anderen. Und ich hoffe, dass ihr das auch so tut. Nicht nur am Strand, sondern auch im Wasser bitte. Denn im Wasser findet man auch unglaublich viel Müll. Das ist ein großes Problem, aber ein anderes Thema. Machen wir weiter mit totaler Durchblick. 13 Punkte brauchen wir. Aber mit dem Minispiel hatte ich jetzt auch nicht so die großen Probleme. Weshalb ich zuversichtlich bin. Mhm. Da sind sie schon, die ersten 5. Boah, waren die langsam, die Gegner. Oh, crap. War richtig. Ich dachte, ich müsste weiter rauszoomen. War totaler Quatsch. Also da habe ich jetzt von der Blödheit der Gegner profitiert. Eigentlich war das nicht gut, der Durchgang gerade. Der auch nicht. Ja. Ja, wie gesagt, also... man kann es noch schneller lösen. Eigentlich bin ich nur mit der ersten Runde zufrieden. Aber Maximalpunktzahl ist Maximalpunktzahl. Gegner haben nichts drauf außer Zahnbelag. Und deswegen weiter. Oh, die Chuckies. Die Chuckies kommen ins Spiel. Klar, Sport am Strand, auch ein großes Ding. Start. Aber ganz ehrlich, was kann man eigentlich nicht am Strand machen? Das ist doch alles möglich. Heutzutage hat man an den meisten Stränden sogar WLAN. Also ich arbeite sogar im Urlaub. In dem Sinne, dass ich halt Kommentare nachhole oder Videobeschreibungen schreibe. Gut, beim letzten Urlaub ging es nicht, da war das WLAN jetzt eher Dreck. Aber sonst? Eigentlich fast jedes Mal. Macht auch Spaß.
wie man sich vielleicht vorstellen kann. Auf der Sonnenliege mit einem Cocktail, einer Waffel oder einem Eis. Und WLAN am Strand. Gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall. Nein, haltet doch die Fresse. Ständig wollen die mich zu einer Pause drängen. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist das dritte Mal. Siehst du, da liegt eine Flasche rum. Die gehört in den Müll. Ich hoffe, es ist wenigstens eine Flaschenpost. Stark. Dann machen wir mal 80 Punkte, das ist nicht so wenig. Müssen wir hinkriegen, komm. Aber die Fischvariationen bisher sind nicht die förderlichsten. Wenigstens alle goldenen bisher eingesackt. Die sind eh das Wichtigste. Hast du keine goldenen, hast du keine Chance. So einfach ist das. Und wir haben es geschafft. Boah, knapp noch die 100, ey. Aber bei dem Minispiel ist es wirklich krass davon abhängig, wie die Fische kommen. Deswegen verstehe ich jetzt auch nicht ganz, dass es da einen Highscore gibt, normalerweise, im Rafting-Mode. Weil du kannst es manchmal einfach gar nicht schaffen, den Highscore zu knacken. Kannst du nicht. Jetzt wird geangelt. Und ich muss das echt mal explizit loben. Ja, ich habe ja NDCube in dem Let's Play auch sehr, sehr stark und häufig kritisiert. Deswegen muss auch mal gelobt werden. Ich finde es sehr, sehr gut, dass... Darf ich nicht, oder was? Hä? Wieso hatte man denn jetzt hier so viel weniger Zeit als sonst? Ach so, innerhalb von 50... Ja, okay, das habe ich nicht gelesen, muss ich zugeben, weil ich gerade was Positives sagen wollte, Mann. Siehst du darfst in D-Cube nicht mal loben. Dann mache ich das später. Warte mal, dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal. Aber wie willst du denn innerhalb von 5 Sekunden einen Drachenaal angeln, der groß genug ist? Ja gut, okay. In dem Durchgang haben zwei nichts bekommen und Waluigi nur so ein Mini-Futzel. Genauso so ein Ding, was er unten dran hat. Das war easy in dem Fall. Gut. Nee, was ich sagen wollte, ich finde es sehr, sehr schön, dass so gut wie jedes Mal der Hintergrund zu dem jeweiligen Minispielfeld passt. Also das Minigame, das gespielt wird, hat häufig mit dem zu tun, was man im Hintergrund sieht. Und das finde ich echt geil. Rosalina, du willst ein Battle, oder was? Kein Kampf ist heftiger als der mit sich selbst. Doch heute kämpfst du gegen mich. Meinte sie ihre morgendliche Routine mit dem Schminken und so? Oder worauf will sie hinaus? Whatever. Starten wir. So, und auch hier kann ich mir eigentlich Schlimmeres vorstellen, als eine Rosalina nass zu spritzen. Das ist doch eigentlich eine ganz nette Sache. Daneben. Jetzt, okay. Ja, easy. Ich weiß nicht, diese Duelle oder was das da sein soll, sind auch ziemlich unnötig, weil man merkt keinen Schwierigkeitsanstieg, nichts. Aber okay. Du hast dein Können unter Beweis gestellt. Möge es dich auch weiterhin nicht im Stich lassen. Danke dir, Rosalina. Und damit ist Welt 3 beendet. Muss sagen, es war tatsächlich die einfachste Welt bisher irgendwie. Aber hat natürlich trotzdem Spaß gemacht und sah auch schön aus. Du hast die Hälfte des Pfads der Prüfungen hinter dich gebracht. Viel Glück bei der zweiten Hälfte. Ah, es gibt also 6 Welten. Alles klar. Dann sehen wir uns das nächste Mal auf der schwierigeren Hälfte wieder. Nicht verpassen und Like da lassen.